Filmfaktor, Geschichten der Inspiration und der Illusion. Einen wunderschönen guten Abend, meine verehrten Damen und Herren. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise in die Welt der Inspiration und der Illusion. Was ist wahr und was nicht? Wahr ist, was beweisbar ist, wo es Belege gibt, dass es wirklich passiert ist. Aber ist das nicht zu kurz gegriffen? Gibt es nicht auch eine Wahrheit, die für uns wahr ist, für mich selbst und nur für mich? Und aus dieser Wahrheit kann ich etwas lernen. Doch Vorsicht, das führt schnell dazu, eigene Wahrnehmungen für absolut zu halten. Würden Sie sagen, dass es wahr ist, dass folgende Töne immer weiter hinaufgehen? Eindeutig geht's hier immer weiter rauf. Oder was hören Sie? Wir lösen auf. Es ist immer die gleiche Tonfolge. Nichts wird höher und doch nimmt unser Gehör es so wahr. Die folgenden Geschichten sind wahr oder falsch. Auf alle Fälle können sie inspirieren und neue Blicke ermöglichen. Zwei Geschichten haben sich wirklich so zugetragen. Eine ist frei erfunden. Aber können Sie erraten, welche es sind? Tauchen wir nun ein in die Welt der Geschichten. Gibt es Gott? Diese Frage beschäftigt viele. Wenn viel Schlimmes in der Welt passiert, ist es unwahrscheinlich, dass es einen Gott gibt. An etwas zu glauben, das wir nicht sehen, ist unlogisch. Atheisten sind Personen, die nicht daran glauben, dass es einen Gott gibt. Haben Sie auch schon Erfahrungen gemacht, wo Sie dachten, es gibt keinen Gott? Oder Erfahrungen gemacht, wo Sie denken, es gibt Gott? Meine Kindheit war nicht einfach. Bis ich 9 war, sind wir 9-mal umgezogen wegen meinem Vater. Das war schwierig für mich. Ich konnte keine Freunde finden und auch nicht in die Schule gehen. Gott war für mich nicht da. Ich glaubte nicht an Gott. Mit 16 Jahren war ich mir sicher, dass es Gott nicht gibt. Ich war eine Atheistin. So jung wie ich war, verliebte ich mich auch und aus der Verliebtheit wurde Liebe und wir verlobten uns. Doch die Ehe hielt nicht. Mein Mann verließ mich und zur gleichen Zeit wurde mein Vater blind. Das war eine sehr schlimme Zeit für mich. In dieser schlimmen Krankheit dachte ich viel nach über alles, auch über Gott und den Glauben. Irgendwann dachte ich, es ist doch genauso wahrscheinlich, dass es Gott gibt, wie dass es ihn nicht gibt. Darum versuchte ich, mit Gott in Beziehung zu kommen. Auch wenn das etwas ganz anderes war, wie ich es kannte, ging es mir dadurch besser und der wachsende Glaube motivierte mich, weiterzusuchen, wie ich mein Leben gut gestalten konnte. Menschen mochte ich gern, daher fasste ich den Entschluss, mit Gott an meiner Seite bei den Menschen zu sein und machte eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin. Da war ich 27 Jahre alt. Meine Umgebung war hart. Die Menschen, mit denen ich arbeitete, hatten eine Weltanschauung, die christliche verneinte. Der Glaube und Gott spielten keine Rolle in ihrem Leben. Viele sagten dann, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Die sagen, es gibt keinen Gott. Doch ich dachte, Gott ist für alle da. Und ich wollte Menschen helfen, egal ob sie gläubig waren oder nicht. Wichtig war für mich,
die Beziehung zu den anderen Menschen und auch die Beziehung zu Gott. Zum Glück war ich nicht allein. Auch andere Frauen arbeiteten und lebten mit mir gemeinsam. Wir hatten eine WG und wollten direkt bei den Menschen sein, direkt ihnen helfen. Eine Frau, die Atheistin ist, früh heiratet, sich aber dann doch für den Glauben entscheidet, ihn mit anderen in der Gemeinschaft lebt und den Menschen hilft. Kann das wirklich wahr sein? Oder haben wir sie hier ins Land der Fantasie entführt? Viele Menschen werden bereits als Kind getauft und später gefirmt. Doch es gibt auch Menschen, die sich später bewusst für ein Sakrament, auch für die Taufe entscheiden. Eine Entscheidung für das Christentum heißt auch, dass man versucht, in verschiedenster Art und Weise den Glauben zu leben. Manchmal gelingt es mehr, manchmal gelingt es weniger, manchmal gelingt es gar nicht und manchmal klappt es eigentlich ganz gut. Haben Sie sich schon mal für etwas bewusst entschieden, was dann auch Folgen gehabt hat? Oder waren Sie schon einmal in einer Situation, wo Ihnen jemand in einer aussichtslosen Situation geholfen hat? Bei mir lief es lange super. Ich hatte eine super Kindheit, konnte dann studieren und habe sogar meinen Doktortitel gemacht. Doch im Jahr, wo ich Doktorin wurde, erkrankte ich schwer. Die Nieren machten Probleme. Ich war 25 Jahre jung. Im Krankenhaus hatten sie keine Hoffnung mehr für mich. Sie gaben mich auf und für meine Schmerzen bekam ich Opium. 2 Tage, nachdem ich mit der Welt schon abgeschlossen hatte, setzte, es war am Ostersonntag, völlig unerwartet eine Besserung ein und ich wurde wieder gesund. Die Schwestern vor Ort haben mich sehr beeindruckt und dass ich genau zu Ostern gesund wurde, brachte mich zum Nachdenken. Ich entschied mich bewusst für das Sakrament der Taufe. Gemeinsam mit meinem Mann bekam ich dann eine Tochter. Die Ärztin sagte mir, ich solle abtreiben. Es sah nicht gut für mein Kind aus. Doch alles ging gut. Das motivierte mich, besonders für Frauen einzutreten. So beschlossen wir auch einmal, keine Dinge mehr zu kaufen, die von Firmen kommen, die Frauen ausbeuten. Mich störte es, wie mit Frauen in der Gesellschaft umgegangen wurde. Daher musste sich was ändern. Mir war es wichtig, die sozialen Probleme anzugehen, die herrschten. Ich wollte durch die Politik was verändern und war eine der ersten Frauen, die in Österreich in das Parlament kamen. Ich war dort nicht sehr beliebt, weil ich sagte, was Sache ist. Manche nannten mich das Gewissen des Parlaments. Nach meiner Zeit der Politik ging es weiter für mich. Warum sind die Frauen nicht gleichberechtigt? Das dachte ich mir immer wieder und dafür kämpfte ich auch. Für mich konnte es nicht sein, dass man Randgruppen ausgrenzte. Das war für mich nicht christlich. Das war mir immer wichtig. Eine Frau, die sich für die Taufe entscheidet, sich im Parlament in Österreich für andere einsetzt und auch nachher ihre Energie und Zeit dafür aufwendet, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden. Und das alles mit dem christlichen Glauben als Hintergrund. Durften Frauen zu der Zeit, als die Geschichte spielt, denn bereits ins Parlament? Konnten sich Frauen denn schon so weitreichend engagieren? Oder ist es vielleicht doch nur eine Geschichte, die wir frei erfunden haben? Etwas zu finden, wo man Kraft tanken kann. Ein Ort, wo man weggeht und sich denkt, yes, jetzt bin ich motiviert. So einen Ort zu haben, so einen Ort zu finden, ist wichtig. In unserer nächsten Geschichte geht es genau um solch eine Suche. Um die Suche nach einem Ort, wo man sich zurückziehen kann und frisch gestärkt wieder rausgehen kann. Kennst du solche Orte? Kennst du selbst deinen Kraftort? Hast du überhaupt einen
Oder denkst du dir gerade, eigentlich könnte ich sowas auch gut gebrauchen? Lange dachte ich nur an mich selbst. Wichtig war mir, dass ich etwas erreichte, beruflich und privat. Meine Ziele waren klar: eine Partnerin finden, erfolgreich im Job, respektiert werden von meinen Freunden und ein schönes Haus. Das war mein Ziel, darauf arbeitete ich hin. Und einige von diesen Punkten hatte ich schon erreicht. Ich hatte gute Aufstiegschancen in der Arbeit und eine Freundin, die ich liebte. Ich war zufrieden. Doch je mehr ich arbeitete, desto mehr schlich sich ein Gefühl der Unzufriedenheit ein. Zu Beginn ignorierte ich dieses Gefühl, dachte mir, das wird wieder weggehen. Doch dem war nicht so. Das Gefühl sagte mir, dass etwas fehlt in meinem Leben, ganz abseits von meinen Zielen. Und so begann ich zu suchen in verschiedenen Angeboten. Sport, Musik, beides schön und bereichernd. Aber doch fehlte etwas. Bei einer Sightseeing-Tour kamen wir in ein Kloster zum Besichtigen. Ich fand Klöster immer komisch. Alte Männer oder Frauen, die hier gemeinsam ohne Partner wohnten, das war mir suspekt. Doch irgendetwas hatte dieser Ort. Eine Ruhe, eine Würde in den alten Mauern. Das Gefühl ließ mich nicht mehr los. An einem freien Tag fuhr ich wieder hin. Ich meldete mich nicht an, ich ging einfach im Kloster umher. Irgendwas faszinierte mich hier. Ich beschloss, öfter herzukommen. Das Kloster wurde ein Kraftort für mich, so wie für andere die Natur. Ich überlegte nicht, Mönch zu werden. Doch es freute mich, dass ich einen Kraftort gefunden hatte. Dieser Rückzugsort war genau das, was ich gesucht hatte. Davon motiviert, gab ich 50% meines Einkommens dem Kloster, damit dieses auch gut überleben konnte. Ein Mann auf der Suche nach einem Kraftort. Diese Suche führt ihn in ein Kloster, mit dem er zu Beginn wenig anfangen konnte. Doch am Ende spendet er die Hälfte seines Einkommens dorthin. Ist diese Geschichte vielleicht hinter den Mauern unserer Gedanken entsprungen? Oder trifft sie genau ins Schwarze und sie ist wahr? Lassen Sie uns nun zurückschauen. Welche dieser drei Geschichten waren denn nun wahr? Und welche war falsch? Zeit für einen Faktencheck. In der ersten Geschichte haben wir über eine junge Atheistin gehört, die sich dann zu Gott bekennt und ihren Glauben lebt. Diese Geschichte ist wahr. Es ist Madeleine de Brel aus Frankreich, eine Frau, die ihren Glauben direkt bei den Arbeiterinnen und Arbeitern lebte. Über die Grenzen von Religion hinweg setzt sie sich für Menschen ein, hat dabei den Blick auf Gott und immer auch auf die Menschen, die sie so sehr liebte. In unserer zweiten Geschichte ging es um die Frau, die sich erst später bewusst für die Taufe entschied und ihr Leben für die Gleichbehandlung von Mann und Frau einsetzte. Sie dachten, diese Geschichte ist wahr? Dann haben sie recht. Es handelt sich um Hildegard Burian, die von 1883 bis 1933 lebte und in Wien verstarb. Sie war eine beeindruckende Frau in Österreich. Eine bewusste Entscheidung für den Glauben hatte Auswirkungen auf ihr Leben und auch auf das Leben von vielen anderen Menschen. Zu guter Letzt hatten wir die Geschichte über einen Mann und die Suche nach seinem Kraftort. Diese Geschichte ist falsch. Sie ist frei erfunden. Vielleicht hat sie sich so oder so ähnlich irgendwann irgendwo zugetragen, doch es gibt keinen Beleg. Und doch lässt sich auch aus dieser Geschichte etwas Wahres und Inspirierendes heraushören. Den eigenen Kraftort zu finden und zu kennen, ist eine Aufgabe an uns, die es sich lohnt, anzugehen. Konnten Sie die wahren Geschichten von der falschen unterscheiden? Ist es Ihnen gelungen, eine, zwei oder vielleicht alle drei richtig einzuordnen? Oder vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Jedenfalls konnte aufmerksames Zuhören uns etwas über Personen erzählen,
die uns auch heute noch inspirieren und möglicherweise ein Vorbild sein können. Bleiben Sie gespannt auf den nächsten Firmfaktor.